Da ist er wieder, der Knorke. Ja, ich spule gleich vor. Ja, wir warten jetzt quasi, dass oben die ganzen Hirnumprogrammiergedönsräume leer sind. Also, dass die nicht mehr grün sind. Obwohl, theoretisch müsste das jetzt eigentlich schon klappen. Wir machen jetzt nur noch Verluste, weil wir kein Spiel mehr auf dem Markt haben. Die nächste Show läuft auch demnächst an, aber da passiert halt nichts mehr, weil wir haben nichts mehr. So, okay, wir haben jetzt viele positive Trades, aber tatsächlich noch nicht alle. Und negative. Okay, die müssen wir als erstes noch wegmachen. Die Remove. Das sind, glaube ich, die von unseren Neuankömmlingen. Die sind jetzt noch nicht trainiert. Das heißt, im Prinzip wären die eigentlich völlig egal. Wir haben aber auch noch nicht alle positiv. Bin gerade was... Achso. Add positive. Add positive. Add positive. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass da doch noch so welche, also so viele mit drin sind. Da sind wahrscheinlich tatsächlich die neuen, die wir eingestellt haben. Verpasst. Den haben wir jetzt wahrscheinlich direkt ins Training geschickt. Egal. Kommt, Freunde. Schon wieder eine Minute vergangen. Neues Projekt. Large. Was ist gerade angesagt? Horror. 13.000. Sehr schön. Wir nennen das Ganze auch Supernatural. Ich bin ein Fan der Serie. War ich. Horror. Freunde. Ab jetzt wird's geil. Das ist cool, wenn wir auch die Trades gleich mit angezeigt. Programmieren, 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 programmieren. Eigentlich hätte ich gerne noch einen fünften Programmierer. Wir nehmen einfach von jedem fünf. Wie wäre das? Klingt doch super, oder? 1, 2, 3, 4, 5. Die leisten alle ausgezeichnete Arbeit. 1, 2, 3, 4, 5. Horror ist Sound ganz gut. Story könnte auch wichtig sein. 1, 2, 3, 4, 5. Mehr Leute für Story haben wir sowieso nicht. Sound ist ganz, ganz wichtig. Vielleicht nehmen wir doch einen Programmierer raus. Und setzen dafür hier noch einen Soundmann ein. Quatsch, Soundmann, nicht Grafikmann. Und, ja. Dann lassen wir die Jungs das einfach mal machen und hoffen da das Beste. Mal gucken, was da rauskommt. So, ich drück mal kurz Pause, weil nebenbei werden wir hier tatsächlich immer noch negative Toys haben wir nicht mehr, nur noch die positiven. Können wir hier adden. Und hier ebenfalls adden. Weil das bleibt nicht aus, das machen wir trotzdem noch weiter. So, ja, jetzt machen wir richtig Minus und weiß gar nicht, produktiv sind wir nicht gewesen. Beliebt sind wir auch nicht mehr. Nummer 1 Titel haben wir jetzt auch nicht mehr. Reich sind wir noch. Was? Wir sind nicht mehr die Reichsten. Ich habe was verpasst. Ich habe wohl irgendetwas verpasst. 360, 387. Aber ich bin immer noch reich. Ich habe 500. Ihr Schweine. Pause. Hier sind einige Räume frei geworden. Wir müssen mal gucken. Wir haben nur noch einen, den wir einen positiven Trade geben können. Sieh an, sieh an. Was haben wir hier noch? Keinen mehr. Und die sind immer noch dabei, die Vorbereitung zu treffen. Immer noch in der Pre-Production. So, kurz Pause machen, prüfen. Ne, ist nichts Neues dazugekommen. Lange braucht Erde noch. Oh, sie fangen an mit Programmieren. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Stopp! Also, Lee macht jetzt das Letzte. Hier, gucken wir noch einmal durch. Alles easy. Wieso gibt es immer noch einen, der keine Spezialisierung hat, aber ich kann den nicht trainieren? Ist das Spiel...
kann ich bloß tatsächlich 40 Leute aktiv haben bei mir? Bin mir nicht sicher. Okay, wir machen 1 Million Verluste pro Monat. Circa. Circa. Dinge, mit denen wir leben können. Wir haben einen Mitarbeiter auf jeden Fall zu viel irgendwo. Bin ein bisschen enttäuscht. Es wird nicht so, wie ich mir das erhofft habe. Ich kriege ja wahrscheinlich nicht unbedingt das beste Game hin. Remove negativ. Red. Ich glaube, der Sound allein wird es jetzt nicht machen. Wir können ja von Glück reden, wenn wir die 6000 erreichen. Okay, haben wir. Aber das war's auch schon, ne? Das war's auch schon. Okay, wir machen hier Large Polish. Ich hoffe, dass die ganzen Mitarbeiter dann irgendwas noch lernen daraus. Hier, der hat No Spec. Jensen L. Dem muss ich unbedingt einen Spec geben. Irgendwas. Mach Code, ja. Trainiere Code. So, die Rest. Den Rest können wir tatsächlich noch removen negativ. Remove negativ. Und noch einen positiven adden. Dann müssen wir aber tatsächlich alle negativen haben. Es sei denn, Lee hat noch irgendwas. Ich bin jedenfalls nicht zufrieden mit der Produktion, die hier gemacht wurde. Finde ich etwas schade. Nicht so wunderbar, wie ich mir das gewünscht hätte. Hey, Enhance bitte. Enhance? Aber man kriegt nicht alles, was man will. Also wird auf jeden Fall schwer, das Ziel da oben zu erreichen. Ich hoffe ja, dass die Post-Production noch einiges raushauen kann. Ich fürchte allerdings, dass das nichts wird. Okay, das ist wahrscheinlich noch in Benutzung. Ja. Gut, dann habe ich eine bessere Übersicht. Macht auf jeden Fall alles ein bisschen übersichtlicher. So, hier ist jemand fertig mit Trainieren. Der ist auch komplett fertig. Okay. 7000 Punkte. Da haben wir jetzt noch jemanden mit den Negativen, korrekt. Das ist erstmal wichtiger, die Negativen loszuwerden. So. Einen positiven bitte. Lal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 
Was ist denn eigentlich momentan Top-Notch-Charts-Dingsbums? Dead Portal. Dota, Strike und Live. Wer sind das? Valve. Die haben ganz schön abgebaut, ne? Das wird sich jetzt aber ändern. Weil wir super sind. Ja, komm, den können wir auch wegräumen. Ja, wir sind ja gleich so weit. Wir hauen gleich unser Spiel raus, Freunde. Publish large. Go. So. New Project. Was ist jetzt in? Simulation. Earth Sim. Die Kollege jetzt tatsächlich ob 1, 2, 3, 4, 5. Wieder alles mit 5er belegen. Es geht im Prinzip immer noch darum, das beste Spiel der Welt zu entwickeln. Die 10.000er Bewertung. Ich war über die 10.000er Bewertung. Im leichten Modus. So, hier ist noch ein negativer. Chartplatzierung, Freunde. Chartplatzierung. Supernatural auf Platz 1. Jawoll. Okay. Ich kann mich jetzt aber immer nicht so drüber freuen, weil das nächste Ziel ist tatsächlich, diese 10.000 Punkte zu erreichen. Und irgendwie macht sie das tatsächlich doch ein bisschen schwieriger als gedacht. Wie kann die denn nach 5 Monaten Spiel ein neues AAA-Spiel raushauen? Also, das ist Wolf. Blöde Frage. Wie viele Mitarbeiter hat denn Wolf? 30. Ha. So schnell geht das da gar nicht. Das geht ja nicht mal bei mir so schnell. Oh. Nee. Erstmal gucken. Muss da noch jemand? Da müssen noch einige trainieren, sehe ich gerade. Natürlich jetzt schon ein bisschen blöd. Bevor die nicht fertig sind, wird hier schon mal gar nichts fertig, ja? Nur damit das klar ist. Ja. Okay. Es kommt wieder Geld rein. Das ist schon mal wieder ein positiver Aspekt. Es kommt wieder ein bisschen Geld rein. Pause bitte. Wir müssen hier noch einige Menschen trainieren. Ein paar jedenfalls. Eins. Zwei. Läuft! Läuft! Aha, die Programmierung hat begonnen. Es läuft nicht ganz so, wie erhofft. 4.000. Ja, hier, kommt rein und lernt, ja?
Kommt rein und lernt, Freunde. So geht's ja nun nicht. Wir haben Schwierigkeiten, die 5000 zu erreichen. Ja, natürlich. Das geht jetzt wahrscheinlich auch nicht. Produktiv sind wir natürlich überhaupt nicht gewesen. Wir haben ein Spiel rausgebracht. Was haben wir jetzt? Beloved? Ne, sind wir nicht mehr... Doch, wir haben es wieder geschafft mit einem Spiel nur. Heißt, schade, da sind wir auch wieder drin. Ja, wir sind wieder back in game. Wir sind wieder back in game. Valve ist reicher als ich. Es kann nicht sein, dass Valve immer noch reicher ist als ich. Wenn ich mir das hier mal so anschaue, wie kann denn Valve mit 628 Millionen reicher sein als ich mit... Okay. Ist was? Wo guckst du so? Alles gut. Ich hab nichts gesagt. Hab ich nicht. Wir kriegen kein Spiel mit 7000er Bewertung hin. Bin mir nicht sicher, was ich gemacht habe oder warum das nicht klappt. Weiß nicht, wie ich es tun soll. Ich weiß nicht, wie ich es tun soll. Brauch wahrscheinlich eine bessere Kombi. Ich habe ja jetzt wieder von jedem 5 genommen, nicht? Oder? Wie habe ich das jetzt gemacht? Kann ich mir das nicht nochmal angucken? Wer da jetzt im Team ist? Nee, ne? Shit. Okay, trainiert werden muss keiner mehr. Dann müssen wir jetzt auch noch das hier machen, Verhaltensänderung. Niemand muss mehr trainiert werden. Perfekt, sage ich dazu nur. Achttausend. Schaffen wir überhaupt die 9000? Nee. 8771. Ist das beste Spiel, was ich jemals rausgehauen habe? Ja. Wir steigern uns aber irgendwie, habe ich so das Gefühl. Wir steigern uns langsam aber sicher. Langsam aber sicher steigern wir uns in der Sache. Neues Projekt. Was haben wir? 11000. Roleplay. Okay. Wir sind dann auch der Wohl-Knorke. So. Es wird tatsächlich immer teurer, oder? Wir haben bei 11 Millionen oder so angefangen. Ich weiß es echt nicht, was ich hier noch ändern kann oder soll. Sind alle nahezu perfekt hier. 1, 2, 3, 4, 5. Story ist ganz wichtig. 6 und 7. Wenn ich jetzt da 7 mache und aus 7 Leute in Programmierung 2, 3, 4, 5, eigentlich bis 6 Leute in Programmierung und 4 Leute in Grafik. Versuche hier ein bisschen zu tricksen. Ihr seht das schon richtig. Und 3 Leute dann in Sound. Bin mir nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist. Das ist aber das, was ich mir jetzt vorstellen könnte, wie es läuft. Create.
Vielleicht klappt's ja. So, trainieren haben wir nichts mehr, ne? Ne, haben wir schon geguckt. Ja, es ist noch wieder 20 Minuten vergangen und wir haben unser Ziel immer noch nicht erreicht. Wir arbeiten aber weiter hart daran. Hoffe ich. Kann natürlich sein, dass ich dann irgendwann sage, nee, Freunde. Aber bis jetzt habe ich eine kleine Steigerung gesehen. Mit Glück kriegen wir das tatsächlich noch hin. Mit Glück. Ich danke auf jeden Fall fürs Reinschauen und drückt mir die Daumen, dass wir in der nächsten Folge, vielleicht sogar mit diesem Spiel Rollknurke, dass wir da die vorletzte Task erfüllen. Ich wünsche es mir. Ich danke euch. Bis bald, euer Knurke. Tschüss.